Eine Woche Nordnorwegen. Was es so hoch im Norden wohl alles zu sehen gibt, wir finden es raus. Ihr Edelweissflug nach Tromsø ist nun zum Einsteigen bereit. Dank dem Direktflug von Zürich nach Tromsø dauert unsere Anreise in den hohen Norden nur gerade 4 Stunden. Für unseren Geschmack hätte der Flug aber auch gerne noch etwas länger gehen können. So einen schönen Landeanflug über die schneebedeckten Gipfel und die vielen tiefblauen Fjords haben wir nämlich noch nie gehabt. Herzlich willkommen in Hedelweiss. Wünsche Ihnen noch ein ganz schönes Wochenende. Genießen Sie die Ferien. In Tromsø angekommen, werden wir direkt von der Kontiki-Gästebetreuer in Empfang genommen, die uns per Bustransfer ins Hotel für die erste Nacht fahren. In der nördlichsten Metropole der Welt bleiben wir vorerst aber nur eine Nacht, bevor es am nächsten Tag unser eigentliches Ziel von dem Trip geht. Wir verbringen diese Woche nämlich in den Lyngenalpen, einer Halbinsel nördlich von Tromsø und einer Region, die laut Kontiki noch ein Geheimtipp sein soll, hier in Norwegen, abseits der grossen Touristenströme. Viele kleine Gasthäuser gibt es hier, die regional kochen, wenig Abfall produzieren und ihre Aktivitäten mit einheimischen Guides anbieten. In so einem Gasthaus verbringen wir auch die nächsten Tage, und zwar in Ixlingen. Direkt am Fuss der Lyngenalpen und unmittelbar an einem wunderschönen Fjord gelegen, ist das Ixlingen der perfekte Ausgangspunkt für viele Abenteuer- und Wintererlebnisse. Und so können wir es auch gar nicht erwarten, uns ein paar Schneeschuhe anzuschnallen und uns einer ersten Erkundungstour anzuschliessen. Ich freue mich mega, es ist das erste Mal, dass wir mit Schneeschuhen unterwegs sind. Wir machen heute Morgen eine kleine Wanderung hier entlang vom Fjord. Das Ziel ist der nördlichste Punkt der Halbinsel, wo wir hier drauf sind. Dort steht nämlich ein Leuchtturm, den wir uns anschauen wollen. Und ich bin sicher, es wird mega cool. Trotz dem stetigen Wind, der an diesem Morgen den Küsten entlang bläst, ist uns während dieser kleinen Expedition kein einziges Mal kalt. Dafür verantwortlich ist aber nicht nur unsere gute Funktionskleidung, sondern vor allem auch, dass die Temperaturen nur gerade knapp unter 0 Grad liegen. Und das im Februar. Kaum zum Glauben. Dass es hier so mild ist, liegt laut Leila, unserer norwegischen Tourenbegleiterin, übrigens am Golfstrom, der dafür sorgt, dass man auch 350 km nördlich vom Polarkreis nicht verfrieren muss. Es ist wirklich mega spannend von ihr zu hören, wie sich das Leben in diesen Breitengraden über all die Jahre entwickelt hat. Wirklich viele leben aber heutzutage nicht mehr hier. Zu den wenigen Besuchern dieser eindrücklichen Region gehören von November bis Januar aber unter anderem auch Buckelwal und Orcas. Dann gibt es mit etwas Glück sogar Whale-Watching während dieser Schneeschuh-Expedition. Neben geführten Touren lassen sich die Lyngenalpen natürlich auch auf eigene Faust erkunden. Wir schnappen uns darum auch in den nächsten Tagen immer mal wieder ein paar Schneeschuhe und wandern durch die wunderschöne Winterlandschaft. Sind wir irgendwie 2-3 Stunden rumgelaufen und sind keiner Menschenseele begegnet. Dabei wäre hier eigentlich noch eine Motorschlittenstrecke. Also da könnte man auch mit dem Motorschlitten fahren. Aber wir haben es eigentlich mega cool gefunden mit den Schneeschuhen. Wir werden richtig Fan von denen. Und die Landschaft ist natürlich genial. He? Also hier die Lyngenalpen sind eigentlich nicht so hoch. Der höchste Berg ist glaube ich so auf 1800. Aber weil sie halt direkt bis ans Meer gehen, sind sie gleich mega imposant. Im Winter wird so hoch im Norden natürlich recht früh dunkel. Wer jetzt aber vielleicht denkt, dass die Zeit für Wintererlebnisse durch die Sonnenstunden begrenzt sind und man sich ab dem späteren Nachmittag sowieso nur noch im Jacuzzi oder seinem Hütchen bequem macht, liegt definitiv falsch. Man kann hier bei Nacht nämlich mindestens genauso viel erleben wie am Tag. Zum Beispiel beim Hundeschlittenfahren. Hey! Hallo! Ja. Jetzt geht es gerade los, ich bin so gespannt, wie das wird. Vor allem im Dunkeln. Es ist mega von Schnee.
Und wir dürfen jetzt trotzdem jeder für sich sein eigenes Hundegespann führen. Mega cool. So, das ist mein Schlitten. Und mein Hundegespann. Dort ist die Meli. Und dort vorne ist der Leitschlitten. Dort kann dann nachher auch noch jemand drauf hocken. Oh, ich bin gespannt, wie das wird. Yes, ready! Zugegeben, wer sich so ein Hundeschlittenerlebnis vorstellt, denkt wahrscheinlich nicht direkt an eine Fahrt im Schneegestöber durch so einen dunklen Wald. Umso spezieller war es aber für uns, um Hundeführer Tommy und seinen alaskischen Huskies auf diesem Weg zu begegnen. Wenn man seinen eigenen Schlitten durch den verschneiten Wald steuern kann und außer dem Hecheln der Hunde und dem Gleiten der Kufen auch kein anderes Geräusch mehr hört, und wenn die Sicht begrenzt wird durch den Lichtkegel der Stirnlampe und man sich einfach voll und ganz darauf verlassen kann, dass das Hundegespann schon weiss, was durchgeht. Dann kann es sein, dass man sogar ganz vergisst, dass man auf einer geführten Tour ist und nicht wirklich gerade irgendjemand mit seinen Huskies die Wildnis von Norwegen auf eigene Faust erkundet. Für uns darum jetzt schon definitiv eines der Highlights dieser Woche. Was für viele aber mit Abstand das grösste Highlight ist und oft auch der eigentliche Grund, wieso sie im Winter so hoch in den Norden kommen, sind die Nordlichter. Auch wir warten gespannt darauf, dass sich die Bedingungen günstig zeigen, wo wir in diesen Tagen eine wolkenlose Nacht verwünschen. Nach mehreren Anläufen, wo sich die Nordlichter hinter einer dicken Wolkendecke verstecken, haben wir die Hoffnung aber schon fast aufgegeben. Bis wir an unserem letzten Abend doch noch mit einer klaren Nacht belohnt werden. Eigentlich haben wir ja früh schlafen, damit wir am nächsten Tag dann auch wieder fit sind. Glücklicherweise habe ich aber vergessen, die Vibration auf meinem Handy auszuschalten, sodass uns SMS vom Contiki Nordlichtalarm kurz vor dem Wegdämmern doch noch mal dazu gebracht hat, kurz einen Blick an den Nachthimmel zu werfen. So viel zum Thema, im Winter ist es hier oben immer dunkel, oder? So etwas Wunderschönes haben wir, glaube ich, wirklich noch nie gesehen. Nach diesem einmaligen Erlebnis fällt es uns natürlich nicht einfach, uns wieder auf den Heimweg zu machen. Zum Schluss unserer Norwegenreise bleibt uns aber zum Glück noch ein Tag in Tromsø, um uns nochmal richtig vom hohen Norden zu verabschieden. Da wir den letzten Tag nochmal voll ausnutzen wollen, schauen wir am Morgen noch kurz bei den Contiki Gästebetreuer vorbei. Sie stellen uns wirklich ein super Tagesprogramm zusammen. Mit einem gemütlichen Einkaufsbummel durch die Altstadt und den Hafen von Tromsø, einem Besuch im Polarmuseum und einem Abstecher auf den Storstein. Von dort geniessen wir die tolle Aussicht auf die nördlichste Metropole der Welt und denken zurück an die tollen Erlebnisse, die wir diese Woche hatten. Das Schneeschuhwandern, das Husky-Schlittenfahren und natürlich die Nordlichter. Noch mehr Reiseangebote im Norden findest du jetzt auf contiki.ch. Contiki, im Norden die Heim.